Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich den Lesemonat März für euch. Insgesamt wurden es nur 4 Bücher im März. Ihr habt es bei Instagram vielleicht schon gesehen. Ich stecke in so einer kleinen Leseflaute. Bei mir ist privat sehr viel, was mir durch den Kopf geht und wo ich mir momentan Gedanken machen muss. Und ich lege mich dann auch jedes Mal auf die Couch oder aufs Bett oder in den Garten und fange an zu lesen und merke dann nach 5 Seiten, du hast gar keine Ahnung, was in den letzten 5 Seiten passiert ist, weil mein Kopf sich gerade nicht wirklich drauf konzentrieren kann. Ich hoffe allerdings, dass sich das bis Ende des Monats wieder ein bisschen ändert und der nächste Lesemonat quantitativ gesehen zumindest ein bisschen hochwertiger wird. Nichtsdestotrotz, 4 Bücher sind eine super Zahl, also lasst euch da von mir nicht irgendwie schlecht reden. Für mich sind 4 Bücher vergleichsweise wenig, aber 4 Bücher sind 4 Bücher. Und wenn ihr jeden Monat 4 Bücher lest, dann sind das schon 4 mehr als Leute, die gar nicht lesen. Also lasst euch da bitte nicht verunsichern. Man ist selbst immer so ein bisschen unter Druck, wenn man sieht, was andere lesen. Ich kenne das ja selbst, wenn ich sehe, dass manche 18 Bücher im Monat lesen, denke ich mir, wie schaffen die das? Und so sagen andere zu mir, wie schaffst du 8, 9 Bücher im Monat? Also, wie gesagt, ich wollte das nur nochmal erwähnen. Dazu wird es eventuell demnächst auch mal nochmal so ein Laber-Video von mir geben. 2 der 4 Bücher habe ich tatsächlich zwischendurch immer mal wieder als Hörbuch weitergehört. Beim Kochen, beim Putzen, beim Aufräumen, bei Spazierengehen und so weiter. Wie ihr wisst, höre ich meine Hörbücher immer über die Nextory-App und bin da auch sehr, sehr begeistert und kann sie wirklich jedem zu 1000% empfehlen. Mittlerweile gibt es über 500.000 Hörbücher und auch vereinzelt E-Books. Zum Beispiel die Cards of Love-Reihe von Nina Tramontani gibt es da als E-Book kostenlos. Wer da mal reinschnuppern möchte, kann das gerne tun. Ich habe in der Infobox einen Link. Darüber könnt ihr 30 Tage kostenlos testen. Es kostet euch gar nichts. Es ist kein verpflichtendes Abo. Ihr könnt einfach mal gucken, ob euch die App zusagt oder nicht. Die App hat auch die klassischen Funktionen wie Fast Forward, das heißt, ihr könnt die Hörbücher mit bis zu 2-facher Geschwindigkeit hören, was ich persönlich immer tue, weil ich das auf einfacher Geschwindigkeit einfach nicht ertrage, wie langsam diese Sprecher sprechen. Also bei mir rattert das auch wirklich durch und jeder, der mir dabei zuhört, der denkt, die Alte hat sie nicht mehr alle, aber ja, mein Hirn kann das so tatsächlich besser verarbeiten. Dann gibt es eine Snooze-Funktion, das heißt, du kannst einen Schlummer-Timer stellen quasi, seien das jetzt 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, eine Stunde. Ich mache das immer so, wenn ich mich abends ins Bett lege, dann mache ich mir mein Hörbuch an, das hilft mir auch beim Einschlafen. Dann mache ich mir nicht so viel persönliche Gedanken, sondern konzentriere mich aufs Hörbuch und stelle meinen Timer immer auf 10 Minuten. Und wenn ich dann nach 3 Minuten einschlafe, dann weiß ich, okay, nach 10 Minuten geht die App automatisch aus, ich muss dann maximal 10 Minuten das Hörbuch zurückspulen, wenn ich am nächsten Tag weiterhören möchte. Super easy. Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, sich diese App mal genauer anzugucken, weil ich auch finde, dass sie ein sehr gutes Angebot hat von der Auswahl der Bücher und weil ich die Funktion oder dieses Paket mit dem Endless-Hören, also so viele Hörstunden, wie man auch nur möchte, hören, ist halt schon sehr lukrativ für jemand, der in der Regel viele Hörbücher hört. Es gibt auch so ein Familienpaket, also da ist wirklich für jeden was dabei. Und ohne jetzt andere Hörbuchanbieter schlecht zu machen, aber es gibt da manche, die erhöhen gefühlt alle 3 Monate ihre Preise und bei Nextory bezahle ich immer noch das Gleiche wie am Anfang. So, das war jetzt genug Werbung von hier. Machen wir jetzt weiter mit dem Lesemonat und da starten wir jetzt einfach mit dem ersten Buch und das wäre My Lucky Star von Jacqueline Firkins. Ich glaube, so wird sie ausgesprochen. Es ist eine typische Rom-Com von Goldman. Also ich glaube, das ist so eine, wie haben sie es genannt, Spicy Spring-Reihe. Also die Bücher sind unabhängig voneinander lesbar, sind auch von verschiedenen Autoren. Also es ist keine klassische Reihe in dem Sinn. Aber Goldman bringt ganz viele Romcoms momentan auf den Markt, die alle diese knallbunten Cover und Buchschnitte haben. Dazu gehört zum Beispiel auch Mr. Wrong Number, ich glaube so hieß es. Ich habe hier zum Beispiel Love Game im Schrank stehen und jetzt eben auch My Lucky Star.
Hier hat mich besonders das Setting fasziniert. Da geht es nämlich um ein Filmset. Es geht um Marlo Banks. Sie ist Kostümdesignerin an besagtem Filmset. Und der männliche Protagonist heißt Angus Gordon. Genau, Gordon heißt er. Und ist eben der Darsteller in besagter Serie. Ein lustiger Zufall führt dazu, dass Marlo einen kurzen Komparsenauftritt in der Serie hat. Der Zufall ist auch ganz witzig, oder die Art und Weise, wie sie zu dieser Komparsenrolle kommt, ist auch relativ lustig. Ich musste da auch ein bisschen schmunzeln. Aber die Kamera, das steht auch im Klappentext, also verrate ich jetzt nicht zu viel, die Kamera fängt einen intensiven Blick zwischen den beiden an. Und ja, so kommt es, dass Marlo für die Serie engagiert wird, um quasi der Love Interest von Angus zu sein, weil die Leute es für ein Knistern halten. Dabei gehen sie sich die beiden in besagter Szene eigentlich beinahe an die Gurgel. Also es ist sehr, sehr witzig, sehr, sehr viele Missverständnisse und es ist eben eine klassische Rom-Com. Bedeutet für mich, es ist nicht zu tiefgründig und das meine ich auch gar nicht negativ. Es ist einfach eine Geschichte, die jetzt unterhalten soll für meinen Geschmack, aber nichts ist, was mir jetzt zum Beispiel ewig im Kopf bleiben würde. Ich habe am Anfang auch ein bisschen Probleme gehabt, in die Geschichte reinzukommen, aber ich glaube, das lag auch so ein bisschen am Schreibstil, weil es in der dritten Person geschrieben wird und ich diese Perspektive nicht ganz so gerne lese und mich da immer so ein bisschen schwer tue. Storytechnisch gibt es auch gar nicht so viel zu erzählen. Ich persönlich finde, dass die Entwicklung von Marlo sehr im Vordergrund steht und die Romanze zwischen Angus und Marlo einfach so nebenbei herplätschert. Also da liegt nicht das Hauptaugenmerk drauf. Aber die Message, die das Buch rüberbringt oder rüberbringen soll, ist halt für mich auch sehr wichtig, weil das Buch mir vermittelt hat, stell dich an erste Position und wenn dir es gut geht, dann ist alles andere ein Bonus. Das heißt nicht, sei ein Egoist und mach nur, was du willst, sondern einfach stell dich nicht immer hinten an, sondern steh auch für deine Bedürfnisse und alles ein, was dir gut tut und was für dich wichtig ist. Und genau das macht Marlo im Laufe des Buches und das hat mir dann doch sehr gut gefallen, auch wenn die Geschichte jetzt für mich kein absolutes Highlight war. Kommen wir von einem kein Highlight-Buch. Ich glaube, ich hatte 3 oder 3,5 Sterne für My Lucky Star vergeben. Passender Titel. Kommen wir davon zu einem 5-Sterne-Buch. Und das ist, glaube ich, was keinen verwundert. Wenn man mein letztes Lesejahr so verfolgt hat und auch so meine Jahreshighlights verfolgt hat, könnte man erahnen, dass der Folgeband meiner, ich glaube, Zweitplatzierung im letzten Jahr auch ein Highlight werden könnte. Ich spreche natürlich von Iron Flame von Rebecca Yarros. Wir sind noch immer am Beskyeth War College. Nicht mehr so viel wie am Anfang, also es geht nicht mehr so viel um die Ausbildung zum Drachenreiter, sondern es geht viel, viel mehr um die Entwicklung der Geschichte, fortsetzend aus Band 1, und auch der Entwicklung der verschiedenen Charaktere. Also kurze Zusammenfassung, im ersten Band Fourth Wing geht es eben darum, dass Violet ein Drachenreiter werden soll, obwohl sie eigentlich ihr Leben lang Schriftgelehrte werden sollte. Und das Beskyeth War College ist sehr hart. Es ist brutal, es sterben Menschen, nicht jeder wird ein Drachenreiter, nicht jeder wird an einen Drachen gebunden. Also die Drachen suchen quasi auch ihre Reiter aus, das können die Schüler gar nicht selbst beeinflussen. Die Prüfungen sind hart, Schüler sterben. Und ja, ich wollte nicht an diesem College sein, ganz ehrlich, auch wenn ich Drachen echt cool finden würde. Aber allein dieses durch die Luft fliegen wäre mir schon zu viel. Das würde meine Höhenangst gar nicht mitmachen. Ja, wie gesagt, hier geht die Geschichte rund um Violet und Xayden weiter. Also Xayden ist für mich nach wie vor ein Leckerbissen und ein Book-Boyfriend-Forever-Material. Das wollte ich gerade Material sagen. Ja, Xayden ist halt im Band 1 ihr Lehrer gewesen oder ihr Ausbilder gewesen und der Anführer ihres Geschwaders quasi.
und die beiden haben sich verliebt und es ist so ein bisschen so eine Hassliebe. Also manchmal gehen sie sich einfach die ganze Zeit an die Gurgel und manchmal lieben sie sich abgöttisch. Also man spürt dauerhaft ein Knistern und eine Spannung zwischen den beiden in die eine als auch in die andere Richtung. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ich habe das Buch zusammen mit Yassi und Jackie mal wieder gelesen. Da habe ich auch Band 1 schon zusammen gelesen. Und dieses Mal muss ich tatsächlich sagen, dass wir echt langsam waren. Wir haben schon im Dezember angefangen und dann konnte die eine mal gerade nicht weiterlesen. Und dann haben wir weitergemacht im Januar, dann konnte die andere mal gerade nicht lesen. Und im Endeffekt haben wir es jetzt erst im März beendet, weil Yassi dann gesagt hat, ich will das Buch jetzt endlich von meinem Sub und von meiner lese ich gerade Stapel runter haben. Und dann haben wir uns alle drei ein bisschen zusammengerissen und haben gesagt, so, dann lesen wir es fertig. Es endet wie immer mit einem übelst bösen Cliffhanger. Es sind Dinge passiert, die habe ich tatsächlich so nicht kommen sehen, aber das ist typisch Rebecca Yarros. Die Frau macht mich fertig. Also du denkst von Anfang an, okay, das geht so und so und so aus. Und ich schwöre euch, es geht komplett anders aus, als ihr es euch vorstellt. Leute, wer ein bisschen Ahnung hat von Fantasy, der wird sagen, okay, das hier ist ein Highlight-Buch. Vergleichsweise zu anderen Fantasy-Romanen ist dieser Schinken wirklich Gold. Und mit Schinken sage ich auch wirklich Schinken. Und viele schreckt das vielleicht ab. Viele Normal-Fantasy-Leser, sage ich jetzt einfach mal, 955 Seiten zu lesen. Aber jede Seite ist das Lesen wert. Kommen wir von dem einen Fantasy-Highlight zu einem weiteren anderweitigen Fantasy-Highlight. Also wir kommen jetzt von Drachen zu Vampiren. Und zwar habe ich The Queen Will Rise von Marie Niehoff gelesen, aus dem Hause KISS. Und ich liebe diese schlichten Cover, die KISS momentan rausbringt. Ich mag das ja, wenn einfach nur eine schöne Schrift genommen würde, ein einzelnes Bild, das vielleicht so ein bisschen auf den Inhalt der Geschichte eingeht. Also hier ist es ein Weißdorn. Der bedeutet einfach nur, dass es um die Familie Hawthorne geht. Nämlich um Florence Hawthorne. Sie ist die Tochter, die in Band 1 quasi dazu ausgesandt wird, die Blutbraut von König Benedict Tudor zu sein. Der Blutkönig, wie er auch genannt wird, sucht sich nämlich jedes Jahr eine neue Blutbraut aus, von der er ein Jahr trinkt. Und in Band 1 wird es eben Florence. Was er nicht weiß, ist, dass ihre Familie eine Rebellion gegen das Königshaus plant und Florence quasi nur in den Hof, ins Crimson Heart einschleust, um König Benedict dann irgendwann zu töten. Was halt nicht bedacht wurde, ist, dass Florence und Benedict sich wirklich ineinander verlieben. Und ja, wie soll es auch anders sein? Da spoilere ich jetzt nicht so viel. Wenn man sich hier den Klappentext durchliest, weiß man das auch. Es kommt natürlich raus, dass Florence eine Verräterin ist und demnach landet sie im Tower von London und genau dort steigen wir dann auch wieder in Band 2 ein. Hier geht es dann wirklich sehr viel um Verrat und Vertrauen. Also zum einen möchte Florence natürlich das Vertrauen von König Benedict zurückgewinnen, weil sie ja eben auch wirklich mittlerweile auf seiner Seite steht und er hat natürlich absolut kein Vertrauen mehr in ihre Ehrlichkeit, in ihre Absichten. Sind es wirklich ihre Absichten oder spielt sie mir wieder was vor? Sie hat mir die letzten Monate so viel vorgespielt. Dann ein wichtiger Charakter ist für mich auch immer noch nach wie vor die Schwester von Benedict, die mittlerweile auch zu einer Freundin von Florence geworden ist. Sie hat hier im Buch auch eine große Schlüsselrolle und ich habe so aus Spaß gesagt, ich hätte gern ein Spin-off zur Schwester, weil ich Maries Schreibstil super gerne mag und ich dieses ganze Setting rund ums Crimson Heart ganz gern gemocht habe und mit Band 2 leider die Reihe nun beendet ist, wäre es für mich ganz cool, wenn Marie vielleicht noch so ein Spin-off zur Schwester schreiben würde, so als kleiner, ja, Anstoß, so ein kleiner Denkanstoß. Wenn ihr das auch wollen würdet, weil ihr das Buch gelesen habt, dann dürft ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich sammle das und schicke das dann mal an KISS. Ich bin ja Teil der KISS-Crew und würde Anke das dann einfach mal zukommen lassen, dass sie mal mit Marie spricht. Ja, das wäre echt richtig schön. Würde mir gefallen. Ja, Band 2 fand ich ein kleines bisschen schwächer als den ersten. Das liegt aber jetzt
an nichts Bestimmten. Es ist einfach so dieses Grundgefühl, das ich nach dem Lesen hatte. Nach wie vor ist es kein 5-Sterne-Buch für mich. Ich habe, glaube ich, 4,5 gegeben, weil die vollen 5 sind halt wirklich bei mir für Bücher vorbestimmt oder für Bücher bestimmt, die mich wirklich auch nachträglich lange beschäftigen und die mich richtig aus den Latschen gehauen haben und geflasht haben. Hat dieses Buch fast geschafft, aber leider eben nicht ganz. Trotzdem würde ich es jedem Fan von Vampirroman auf jeden Fall empfehlen. Und dann kommen wir jetzt last but not least zum letzten Buch, das ich gelesen habe. Bound by Firelight von Dana Swift. Es ist der zweite Band der entweder Firelight-Dilogie, wie Amazon sagt, aber ich habe auch schon auf manchen Werbebildern gesehen, dass sie die Magie der Farben-Reihe genannt wurde. Also eins von beiden wird wohl stimmen, ich kann es euch nicht genau sagen. Es ist auf jeden Fall der zweite Band und das Finale der Reihe. Und insgesamt geht es in der Reihe um Adra und Jayden, die beiden Charaktere auf dem Cover. Und die beiden sind quasi Herrscherkinder, also sie stammen beide aus Herrscherfamilien. Sie soll das eine Land später mal regieren, er soll das andere Land später mal regieren. Und sie wurden im Kindesalter einander versprochen und laufen sich dann zufälligerweise früher als geplant über den Weg. Aber sie wissen beide nicht, dass sie sind. Also sie geben sich als jemand anderes aus und ja, verheimlichen quasi, wer sie eigentlich sind, aber verlieben sich ineinander. Und das fand ich damals im ersten Band schon richtig spannend, weil es mir gezeigt hat, dass nicht der Titel oder der Name entscheidend ist, sondern einfach das, was man für jemand anderen empfindet. Also so kam es für mich einfach rüber. Wir haben hier in den Büchern auch ein ganz verrücktes Magiesystem. Also sie ist quasi diese Firelight-Beschwörerin oder diese Feuerbeschwörerin. Und ich habe tatsächlich diese Art von Magiesystem noch nirgendwo in einem anderen Buch so gelesen. Also ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, da müsst ihr euch die Bücher tatsächlich einfach selbst anschauen. Aber es war für mich sehr, sehr faszinierend, auch wenn es manchmal auch ein bisschen verwirrend war. Sagen wir es mal so. Wenn ihr das Buch gelesen habt oder noch lesen werdet, wisst ihr oder werdet ihr wissen, was ich damit meine. Band 1 endet auch mit einem richtig bösen Cliffhanger. Also da habe ich damals echt gedacht, wie kann man so grausam sein? Wie kann das angehen? Ja, wir steigen aber hier direkt wieder in die Geschichte ein. Also eigentlich nahtlos geht das Ende von Band 1 hier in Band 2 weiter. Was mich hier aber ein bisschen gestört hat, im Gegensatz zum ersten Band, ist, dass die beiden in Band 1 so schön miteinander gekämpft haben und sich gegenseitig supportet haben und Seite an Seite waren. Und hier ist es einfach so, dass sie sehr, sehr viel getrennt voneinander kämpfen. Und das fand ich ein bisschen schade, auch wenn sie trotz allem noch auf der gleichen Seite stehen. Aber ich hätte mir mehr Szenen zusammen gewünscht im Endeffekt. Nichtsdestotrotz ist das Buch einfach komplett unvorhersehbar. Also ist ähnlich wie bei Iron Flame. Man macht sich am Anfang so seine Gedanken, okay, das wird 100% so enden. Aber im Endeffekt kam alles anders als gedacht. Ich habe sehr oft da gesessen und dachte so, okay, das hast du jetzt nicht kommen sehen. Aber ich kann euch versprechen, ihr werdet von Seite 1 an gefesselt sein, weil Danas Schreibstil wirklich sehr packend ist. Sie schreibt sehr detailliert, sehr bildhaft, sehr blumig, aber es ist trotzdem sehr locker und entspannt. Also man fliegt durch die Seiten durch, ohne es zu merken, wie weit man im Buch schon vorangeschritten ist. Und das macht für mich auch ein gutes Buch aus. Ich habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben, weil es mir an manchen Stellen ein bisschen zu naiv kindlich war. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass es ein Jugendbuch ist, ich weiß es nicht. Aber manche Handlungsweisen konnte ich dann doch nicht nachvollziehen. Aber das hat mich jetzt allgemein in dem Fortschreiten der Geschichte nicht so sehr gestört, dass ich dafür noch weiteren Punktabzug gegeben hätte. Mit Bound by Firelight ist die Geschichte der beiden auch auserzählt. Aber hier muss ich tatsächlich sagen, nicht so wie bei The Queen Will Rise,
wo ich dachte, oh ja, ich hätte jetzt gerne noch weiter in dem Setting, in dem Land, in dem ganzen Drumherum gelesen. Hier ist die Geschichte beendet und es ist auch okay, dass sie damit beendet ist. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich im Monat März gelesen habe. Mein Lesemonat März. 4 Stück an der Zahl waren es. Ich packe sie euch wie immer unten in die Infobox. Jetzt kann ich es ja auch sagen, Iron Flame und The Queen Will Rise werdet ihr auf jeden Fall auch bei Next Story finden. Also ganz große Empfehlung von mir hier an dieser Stelle nochmal. Schaut in die Infobox, da ist ein Link. Meldet euch fürs Probeabo an. Es kostet euch nichts und ihr könnt einfach so geniale Bücher, die ja auch beide diesen Monat meine Highlights waren, auch wenn es nur 4 waren, aber die 2 waren auf jeden Fall meine Highlights, die werdet ihr dort finden und glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen. So, das war's jetzt wirklich von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!